Hallo, heute mal kein Pflanzenvideo. Heute möchte ich euch im Schnittprogramm Shotcut ein kurzes Tutorial liefern. Und zwar, wie man bei hochkantformatigen Videos, also zum Beispiel vom Handyvideo, die schwarzen Ränder rechts und links auffüllen kann. Im Netz gibt es zwar zahlreiche Tutorials dazu, aber da ist es relativ umständlich erklärt. Man muss eine zweite Videospur hinzufügen, das Video dort hineinkopieren, entsprechend auf die Breite aufdehnen, einen Unscharffilter hinzufügen. Also viele Schritte, bis das fertige Produkt präsentiert werden kann. Vielleicht habe ich auch nicht nach den richtigen Begriffen gesucht. Ich habe jedenfalls keines gefunden, was es mit wenigen Klicks erklärt. Und das möchte ich euch heute zeigen. Ich habe das Shotcut schon geöffnet, einen Projektnamen vergeben. Wichtig ist, dass ihr hier einen festen Videomodus einstellt und nicht auf automatisch, sonst passt das Programm nämlich das produzierte Video an das Hochkantformat an und rechts und links ist nichts und es bleibt beim Hochkantformat. So, ich öffne mal ein Video im Hochkantformat, nichts Besonderes, nur irgendetwas, was sich bewegt. Das schiebe ich hier in die Videospur. Ja, anschließend auf Filter und seit der Version 20.09.13 gibt es diesen Filter. Vielleicht ist auch deshalb noch nichts im Netz zu finden, weil das relativ neu ist. Blurpad oder Blurpad. Das war's. Schon ist der gesamte Effekt hinzugefügt. Rechts und links wird mit dem unscharf gemachten Bildmotiv aufgefüllt. Man kann hier noch etwas verändern, Weichzeichner stärker oder weniger stark. Mir persönlich gefällt die Standardeinstellung mit 4% schon ganz gut. Dass das hier jetzt etwas ruckelt, daran darf man sich nicht stören. Das liegt nur daran, dass das nebenbei berechnet werden muss. Das fertige Video läuft dann flüssig, kann dann exportiert werden, wie jedes andere Video auch. Das war's. Also mit wenigen Mausklicks ist dieser Effekt hinzugefügt, wie gesagt, seit Version 20.09.13. Ja, viel Spaß beim Ausprobieren und Nachmachen.